Herr Mentler, Sie feiern das jährliche Erntedankfest. Jährliche sage ich, das ist schon Tradition bei Ihnen geworden. Erntedank zu feiern ist ja ein christliches Fest. Aber nicht nur ein christliches Fest, sondern es ist auch ein Fest, ein Dankfest der Bauern. Ist das richtig so? Genau, das ist richtig so. Und wir möchten dafür auch ein Dankeschön sagen, dass wir auch dieses Jahr wieder volle Ernte bekommen haben und sind sehr zufrieden. Und wir feiern dieses Erntefest 2025. Mal. Das ist ein Jubiläum. Genau, das ist ein Jubiläum. Aber Sie sehen ja auch, die Leute kommen gerne hier zu uns. Der Zuspruch ist da. Und wir freuen uns, wie gesagt, immer wieder. Denn es ist viel Stammkundschaft, die wir haben. Denn die Werbung machen wir im Grunde genommen weniger wie die Jahre davor. Aber wie gesagt, es ist Stammkundschaft, weil die Leute eben gerne hier kommen. Und ich denke, wir machen auch viel für die Jugend. Wie mehr Kinder, dass sie auch sehen, wie der Fischer hier ist, dass er seinen Wels mitbringt oder der Imker seine Bienen mitbringt oder hier vorne das Spinnrad, wie die Wolle gesponnen wird. Wo sehen die sonst noch die Kinder, nicht? Der Landmann, der Bauer, ist ja der wichtigste Faktor im Leben eines Menschen. Das heißt, der Bauer sorgt dafür, dass Essen überhaupt auf den Tisch kommt. Also wir kaufen zwar oftmals im Supermarkt, wie es so schön heißt, aber der Supermarkt ist ja an für sich nur die letzte Möglichkeit, würde man so boshaft sagen. Aber der Bauer ist ja eigentlich derjenige, der dafür sorgt. Das sollte man nicht vergessen. Ja, wir hatten heute Morgen unseren Bürgermeister Heinz Buschkowski hier. Der hatte ihm Begrüßungsworte erzählt und der hatte auch dasselbe gesagt. Man sollte nicht vergessen, dass der Landwirt die Produkte erzeugt und nicht irgendwie ein Einkaufszentrum. Der Landwirt ist natürlich auch in der Pflicht, das heißt, dafür zu sorgen, dass, wenn es um Tiere geht, das Tier dann auch entsprechend verwertet wird. Das heißt, man muss es leider ein bisschen abmoxen. Ja? Ohne dem geht es ja nicht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist aber die Zerlegung der Tiere sehr wichtig. Das wäre schon wieder der Fleischfachmann. Aber auch der Bauer hat früher zerlegt und, glaube ich, macht es heute auch noch. Nee, wir machen das nicht. Wir machen zwar Ausschlachtung, dass unsere Tiere geschlachtet werden. Unsere Tiere werden hier geschlachtet in der Fleischerei Jörg Staske in Altlinike, ist also das Nachbarbezirk von uns. Und dass sie eben kurze Transportwege sind und dann verkaufen wir das hier, wenn es zerlegt ist, bei uns über den Ladentisch. Also das heißt, bei Ihnen gibt es noch ganz frisches Fleisch, was keine Umwege geht über Großschlachtereien und dann vermarktet wird, sondern es ist noch wirklich Hausschlacht. Ja, es ist wirklich Hausschlachtung. Wir schlachten jetzt am 19. Oktober. Es ist wieder Fleisch bei uns, frisches Fleisch bei uns im Laden zu erhalten. Die Tiere, die Sie halten, sind ja, sag mal so, nicht nur einwandfrei, sondern sie werden ständig geprüft? Ja, werden ständig von unserem Veterinäramt in Neukölln überprüft, werden Proben gezogen und jede Kuh hat hier eine Ohrmarke, generell in Deutschland oder Europa, dass jede Kuh hat, ist ihr Ausweis und die kann nachvollzogen werden, wo sie hingekommen ist und wie der Gesundheitszustand ist und trotz alles wird überprüft. In den letzten Jahren ist ja die Ernährungswirtschaft ein wenig geschüttelt worden von Seuchen, BSE meine ich mal auf der einen Seite und Geflügelseuchen auf der anderen Seite. Da läuft ja schon wieder etwas auf uns zu, was ja schwer abwehrbar ist. Und da ist ja vielleicht auch wichtig, dass es solche Betriebe gibt wie der Ihre, die besonderen Wert legen auf Hygiene, nicht nur Hygiene, sondern auch auf einwandfreies Vieh. Ja, wir achten darauf und gut, wir sind bis jetzt vom BSE verschont geblieben, hoffen, dass so weiter verschont, weil wir denken immer, das korrekt gemacht zu haben. Und ja, von der Vogelseuche, gut, die kommt von Ausland hierher und ja, hat man schlecht eben Einfluss drauf. Wenn eben die Leute die Tourismus zu uns mit hierher bringen, ist es schon schwierig, da aufzupassen, richtig, nicht? Oder sich zu schützen, aber wir versuchen alles Mögliche, dass sowas eben nicht eintreffen kann. Ihr hauptsächliches Produkt ist die Milch und die Milch hat ja wohl den Charakter bei Ihnen, dass sie nicht nur dem Bürger zur Verfügung steht, sondern auch in die Krankenhäuser geht, soweit ich mal gehört habe. Ist das richtig? Wir haben Altersheim, das wir Ihnen beliefern. Und da kann man ja schon die Bewertung feststellen, denn da wird ja nun wirklich das gebraucht, was die Milch nach wie vor und immer noch ist, ich sage das mal so, nämlich Aufbaumittel für den Körper.
Ja, ja klar. Und wir haben, wie gesagt, ein Altersheim und bringen die Milch dorthin, wird dort abgekocht und dann an den Patienten weitergeben. Ja, gut. Wir haben ja ein Sprichwort, soll ja hohes Alter winken, musst du Milch vom Mändler trinken. Einen besseren Abschluss kann man gar nicht finden. Darf ich mich recht, recht herzlich bedanken. Ja, danke ebenfalls. Wiederhören. Mal wiedersehen, so.